werden jetzt mal versuchen, einen Schild-Only-Run zu machen. Mal gucken, ob ich... Also ich bin eigentlich nur gespannt, ob ich damit Götterskalpen killen kann. Kann ich mit Schild-Only Götterskalpen killen? Das ist eigentlich das Einzige, was mich interessiert. Ob ich dann am Ende noch Eldenbeast besiege, ist mir gar nicht so wichtig. Ich will wissen, ob ich mit Schild-Only die Götterskalpen killen kann. Ist Schild-Only stärker als Bow-Only? Der Plan ist wie folgt. Ich habe den Plan vergessen. Also, als allererstes, damit ich das später nicht machen muss, ist hier hoch. Steinschwertschlüssel, Tunnel vor dem Schloss. Welche Tränen brauche ich? Das könnt ihr mir auch direkt mal sagen. Und dann gehen wir runter auf die Halbinsel der Tränen, holen drei Tränen. Holen noch einen Steinschwertschlüssel. Machen den Leyndell-Skip. Dann geht's nach Sofria, dann hole ich mir das Schild. Und dann geht's nach Kaelid, das mir der Jong holen. Dann nach Altus Plateau, Weapon Art holen und ja. So ist erstmal der Plan. Bringt auch nur 100 Karun. What? Fort Faro, der Baumwächter bringt 100k? Wie findet ihr das? Nach 14 Minuten in Leyndell? Finde ich irgendwie witzig. Feier ich. Ja, wo noch mal Nobu? Ah doch, jetzt sehe ich's. Hä, wieso habe ich das die ganze Zeit nicht gesehen? Hä? Ha! Ich werd nervös. Okay, sagen wir. Die hat er vorher nie gemacht, die Attacke. Ey, die hat er nie gemacht, die Attacke. Die sehe ich zum ersten Mal. Also gegen eine Blutung hätte ich ja gerade nichts, ne? Muss ich sagen. Ausweichen oder blocken? Ah, blocken war okay. Da ist die Mimik. Hab dich vermisst, mein Schätzchen. Mann, hab ich dich vermisst. Schild gegen Schild Action. Hehe. 36 Stärke braucht er.
48 Stärke. Ja, moin. Boomlinge! Da ist er doch! Hände weg hätte mich gebrochen, Skoppel. Hände weg hätte mich echt gebrochen. Ich trage eine ziemlich dünne Kutte. Ja, das stimmt leider. Also der Schaden ist insane. Mann, 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 Mann. Crazy, was gibt's denn? Da ist er doch. Oh oh, ich krieg schon Angst, wenn ich das hier sehe. Bei Malekith. Wenn der schon so scheiße ist. Oh Gott, das wird ganz schlimm. Das wird ganz böse. Ich glaube fast, die L2-Attacke kann ich vergessen, oder? Super Ghost Kamikaze-Attacke! 10 Geister fürs Finish! Und jetzt Elden Ring den Schildrun weitermachen. Es sind nur noch zwei Bosse. Alter! 3.500? What? Was war das für ein Schaden? Ey, ich block das einfach weg und greife den weiter an. Das ist ja komplett geistesgestört. Die Bosse sind nicht so auf deiner Seite heute, ne? Ey, das Schild ist komplett broken in bestimmten Situationen. Also in manchen Situationen ist das Schild komplett crazy. Das hatte ich vorher in den ganzen anderen Builds ja nicht. Guck mal, der macht gar... Guck mal, eine Ausdauer. Meine Ausdauer lädt sich schneller, als dass der mir es abzieht. Gefühlt kannst du unendlich blocken. Guck mal, es zieht mir fast gar nichts ab. Das ist so crazy. Ich hätte voll Bock, mit der Taktik Malenia zu killen. Ich glaube, das machen wir später noch. Malenia könnte übel witzig sein, oder?
Einen Sprung noch. Komm her. Ach toll, bin ich ganz am Ende. Komm, ein Sprung, du willst doch auch. Du hast doch keinen Bock mehr. Oh Mann. Das gibt sich, wenn er mich jetzt noch killt, ne? Wenn er mich jetzt noch killt, bin ich so sauer. Komm her! Du willst doch auch! Oh. Warum ich so wenig Damage bekomme, weil das Schild einfach broken ist. Als Knabe hatte ich einen guten Freund in Rom, der hieß Schwanzus Longus. Also der Run hat mir übel Bock gemacht, Leute. Übel Bock gemacht. 8 Stunden 39 nur, nicht mal 10 Stunden mit nur Schild. Du hättest noch ein paar andere Sachen geholt. Ja, aber ey, das ist so geil. Den Run schaffst du. Ja, stimmt, Skoppel hat es ganz am Anfang gesagt. Stimmt, Skoppel hat's gesagt. Ich find's auch geil, dass Skoppel immer die Enden von meinen Challenge-Runs macht. Ey, wir müssen den Magie-Run müssen wir auch noch beenden. Und ich werde das auch auf YouTube hochladen, also gerne das Video liken, kommentieren, wie ihr den Schild-Run fandet, den Kanal abonnieren und ja, bis zum nächsten Mal. Haut rein.